Allahu Akbar! Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir auf dem Gommel-Server, aber nicht auf dem normalen Server, sondern auf dem 1.9 Server, also auf dem Beta-Server. Und heute wollen wir ein paar Leute mit ein paar tricky Shots killen. Und auf jeden Fall wollen wir eine Elytra holen. Sofern wir eine bekommen, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht mehrmals aufnehmen, weil ich mir das schon ein bisschen abfacken würde. Genau, und dann will ich noch durch die Luft gleiten und damit mir jemand mit dem Bow abschießen. Es wird sicherlich richtig geil, umso nicht geiler, wenn ich es nicht schaffen werde. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, Leute, ne? Ah ja, und ich war im Urlaub. Sehen Sie jetzt ein paar kurze Einblendungen von meinem Urlaub. Ah ja, ich war in Teneriffa übrigens. Vielleicht war da auch schon mehr mal. Einblendung jetzt. Wow! Ja, war ganz nice da. Und relativ fresh. Und ja, war chillig. Hallöchen. Grüße dich, Fremder. Genau, ihr kennt das ja mit dem Cooldown. Das sollte jetzt nicht runterfliegen. Vielleicht hat er ja eine Elytra. Nee, aber er war auch Archer. Jetzt haben wir 6 Pfeile. Umso einfacher. Wow! Okay. okay. Nice, der hat uns noch mehr Stuff gegeben. Zack. Und eine Enderperle. Enderperlen kann man ja, wie ihr wisst, nicht besonders gut werfen. Weswegen es ein bisschen krüppelig und erbärmlich aussieht, wenn man eine Enderperle wirft. Sofern man in der Luft ist. Richtig buggy. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gefixt werden. Genau. So eine Elytra kennt ihr. Damit kann man in der Luft rumfliegen. Ich frage mich, wann der Kommissar updaten wird. Auf jeden Fall müssen noch Haufen Bugs gefixt werden. Oh, da oben ist jemand. Ich habe noch keinen Optifine drauf, deswegen ist es ein bisschen anflüssig. Okay. Hup. Genau. So weit, so gut. Ja, ich glaube, Alter, ich habe keinen Bock, hier in noch eine Runde reinzugehen, wenn ich keinen Elytra bekomme. Das fuckt mich ab. I'm in der Kuh. So, Zeitraffer. Oh, da war noch niemand. Natürlich war da noch niemand. So, übrigens wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr davon? Weil eine Axt macht ja mehr Schaden als ein Schwert, aber braucht länger zum Schlagen. Andererseits, wenn ihr seht, das Schwert hat 1,6 Angriffsgeschwindigkeit. Die Axt hat 0,8. Das heißt, im Prinzip hat beide dasselbe. Oder? Was glaube ich da für ein Bullshit? What? Leute, jetzt wird der Flyer nochmal angemacht. Oh, okay, Leute. Ihr wisst, genau, wir sind auf der 1.9.2. Da geht's jetzt nämlich. Davor hat die Elytra immer rumgesponnen, weil die vom Anti-Cheat-System als Flyhack erkannt wurde. Genau, so. Leute, wir grabben uns den da oben. Wir boosten uns mit dem TNT-Boost hoch, ziehen die Elytra an, fliegen zu ihm rüber, boxen ihn runter mit dem Bogen und ficken seinen Abschluss richtig hart. Das wird einfach nur epic, wenn er da noch überhaupt ist. Leute, wir surprisen den Typ jetzt mal da hinten. Zack, und... Go, go, go! Hier seht's. Rette mich, Wassereimer! Was ein Fail, Mann!
Ihr seht, es backt übelst hart rum. Schnell die Elytra ausziehen. Heftig, deftig, der Shit. Lass mich jetzt rein. Alter Scheiße, genau. Brustpanzer muss wieder anziehen, sonst wir würden den Fight höchstwahrscheinlich nicht überstehen. 4 Spiele noch, das muss ich schaffen. Ich setze das mal hier. Der gönnt sich einfach nur. Richtiger Gönner. Meine Fresse. Ne, Leute, wir schaffen das. Wir haben 6 Pfeile. Und etwas buggy. Wir tun es mal hier rein. Alter, wie die alle mit ihren behinderten Schildern rumlaufen. Wisst ihr, was ich davon halte? Nichts. Das halte ich davon. Nichts. Okay, ist der da noch oben? Ich würde das gerne wissen, aber meine Render Distance reicht nicht so hoch. Ich muss ihn mal kurz höher stellen. Willst du mich verarschen? Nee. War der da gerade? Es gibt so einen Bug, da muss man einfach bloß die Chunks laden, dann sieht man die Spieler kurz. Und. Leute, ich glaube, der ist da oben. Wir risken jetzt einfach kurze Zeit drauf, meine lieben Freunde, und dann gibt es den Ultra Elytra TNT Boost Kill. Leute, der wird bombenmäßig. Der wird Bombe. Zeitraffer, jetzt. Bam. Hoffentlich stirbt der Hund nicht. Russen kommen. Ja, du wolltest wohl tricky sein, ne? Dachtest, du könntest mich über... Oh, ist er gestorben? Ist er gestorben? Er ist von da unten runter und wollte mich runterhauen. Leider backt es ein bisschen. Wie schon oft erwähnt. Ich hätte ihn jemand auch schon mal runtergeschlagen. Der Hit hätte auch gesessen, aber der hat einfach nicht gezählt. Hat das Spiel einfach nicht interessiert. Okay, die Frage ist nur... Ob ich jetzt einen TNT-Boost mache oder nicht. Und die Frage ist, ja, der Manuel tut es. Aber ich muss die Brustplatte anlassen, weil sonst zerfetzt mich der TNT-Boost. Und Double-Click und wir fliegen. Ah, meine Coin. Der Gegner ist da unten irgendwo. Gott, wo soll ich hin? Wo soll ich hin, Leute? Schnell in die Kommentare schreiben. Wo ist der Typ? Ich will nicht zur falschen Insel fliegen. Ha. Alter. Genau, man kriegt ein bisschen Schaden. Weil wenn man gegen die Wand fliegt oder hart auf den Boden knallt. Wenn man richtig den Boden bangt. Freut mich auf jeden Fall ultra, dass man mit der Elytra rumfliegen kann. Und eine Meinung will ich mir noch holen. Leute, findet ihr, es sollte ein zukünftiges Kit geben, wo es die Elytra gibt? Ich muss ganz ehrlich sagen, definitiv nein, weil die Elytra ist echt was Besonderes. Du fliegst mit der across the map in 10 Sekunden und sowas ist einfach was verdammt Besonderes und sowas darf nicht ein Kit sein. Weil wenn es so ein Kit gibt, dann hat es einfach jeder Hurensohn und dann ist es nichts mehr Besonderes. Schreibt mal eure Meinung in die Comments. Tut sowieso keiner. True story. Techtel, Mechtel, Amina, Kolom. Und jetzt nochmal. Amina! Mega nice. Ich sehe, wie lustig. Ich lach mich tot. Leute, zukünftig, wenn überall so Türme stehen, weil ich die Leute überall von den mit den Elytras hier runter fliegen wollen. Fliegen wollen? Okay. Ich würde sagen, ich mache das jetzt nochmal und diesmal klappt's. Leute, jetzt kriegen wir garantiert eine
Jetzt kriegen wir garantiert eine fette Elytra, Leute. Gönnt euch das. Es sind bloß zwei volle Teams und ein Single-Team. Genau, es sind auch haufenweise Kisten jetzt ungelootet. Von ungelooteten Inseln, wo noch keine Sau war. Weil hier auch logischerweise keine gespawnt ist. Hier muss es klappen. Ich werde mich dann hochstecken und dann werde ich sie abfacken. Zwei Enderperlen. Teuflische Enderperlen. Und nein, er will nicht. Ich mag nicht. Elytra endlich. Am Ende kommen wir, Bitch. Und noch ein Diabus-Panzer, Leute. Schutz 3 Diamantus-Panzer. Challenge accepted. Okay, nice. Wir haben eine Elytra, aber ich loote jetzt einfach trotzdem noch die Kiste. Lässt sich die Frage schon, warum tut er das? Weil das kann. Weil vielleicht noch geile Scheiße drin ist. So, die Leute sind anscheinend in der Mitte. Digga, wenn sich die wegbauen, dann gleite ich zu denen rüber und gebe denen einen Pfeil in ihren Arsch, wenn sich die wegbauen wollen. Alter, genial Plan, das geht auf, Leute. Safe Ball, das geht so hardcore auf. Leider habe ich keinen Optifine drin und kann da nicht ranzoomen. Da, Leute, unlootet, unlootet, unlootet. Die Kisten sind alle voll mit 6 Kisten. Die Inseln sind alle voll mit 6 Kisten. Digga, wenn sich der wegbauen will, Alter. Leute, jetzt wieder anal penetriert der Huso. Leute, sperrt eure Augen auf für den Baus. Amen, Coin. Was war das für ein Fail? Scheiße, direkt wieder hoch. War das für ein Fail? Aber ihr habt gesehen, was ich meinte, ne? Und jetzt hoch genug werfen, Leute. Perfekt. Leute, ihr habt gesehen, ein Pfeil habe ich noch, Leute. 40 die. Also, ich habe immer noch 6 Enderperlen. Leute, ihr seht, was ich meine, Mann. Bin richtig enttäuscht. So, Leute, Versuch 2.0. Mit TNT-Boost, not so good. Nix gut, ey. Aber ich hab den so hart getroffen, Leute. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Leute, wir ficken den jetzt weg mit dem verdammten TNT-Boost, der die Hölle wird. Wir machen einen richtig fetten TNT-Boost, ihr wisst. Den Hardcore-TNT-Boost. Aufbauen in 2 Sekunden. So, Leute, wir müssen die Elytra ganz schnell anziehen.